60 Stück. Und hier. Ist das dein Ernst gerade? Wieso machst du nochmal den Fucker direkt drüber, Alter? Im Namen des Fridolins, der Hilde und des Bernhards. Wir bitten dich, uns diese Folge zu unterstützen, dass wir mögen erreichen viele großartige Dinge. Amen. Amen. Und damit und alle schleimig dann willkommen zu einer kleinen Runde Skylife und zwar heute mal mit dem Olvi, dem kleinen cute Boy, mein Lieber. Ja, und ich bin hier momentan in der YouTube-Pause und für mich ist hier gerade ganz viel neu, weil ich war seit 2 Wochen nicht mehr auf Skylife und auf einmal ist da eine Kuh, die wir anbeten. Aber ja, ich mach mal mit. Kann dich ja mal ein bisschen rumführen. Also hier hast du ja gerade schon mitbekommen, ich habe Olvi gerade hier gezwungen, hier ein bisschen, hier genau, mal Fridolin, habe ich ihn mal gezwungen, seine Religion zu wechseln. Denn wir sind hier alle in dem Fridolinismus. Denn Fridolin ist der einzig wahre Gott, musst du einfach wissen. Das ist, ja. Ja, das ja. Ist schon eine geile Kuh. Also ich bin auch gerade dabei, ein Evangelium zu schreiben, beziehungsweise ein Fridagelium. Das kommt dann alles noch. So, dann hier, genau hier, das solltest du ja alles kennen, das haben wir selbst damals gebaut. Ja, hier, wenn ihr euch gerade wundert, was ist das hier für ein hässlicher Scheiße? Das sind Klapptüren. Das sieht bei mir alles ein bisschen komisch aus. Ich arbeite gerade ein bisschen an meinem Resource Pack. Ihr seht hier auch, es sieht alles ein bisschen anders aus hier. Das Holz hat zum Beispiel eine andere Textur. Sieht alles ganz cool aus, finde ich, aber ich arbeite, wie gesagt, noch ein bisschen dran und deswegen sind noch einige Texturen ein bisschen verbuggt. Das möge ich zu entschuldigen bitten. Ja, hier Olvi, wir haben jetzt ein Dreierbett. Von Olvi, schläft bei uns. Ich glaube, Wolke und Randy und völlig zu Recht haben ja Leute unter die letzte Folge tatsächlich geschrieben. Ich feiere es ein bisschen. Leute, das ist doch nicht das Bett von Olvi, Randy und Wolre, sondern das ist das Dreierbett. So. Okay, ich lege mich auch mal ins Bett. Die Leute, die vielleicht bei mir auf diversen anderen Social-Media-Plattformen etwas aktiver sind, die verstehen es vielleicht, aber die anderen dann vielleicht auch nicht. Wir haben ja letztens mal mit Blue und hier ein bisschen angefangen, hier ein bisschen was umzubauen und... Ja, Olvi. Ich brauche eine Axt, oder? Ja, du brauchst eine Axt. Da mach dir mal was. Ich habe hier direkt 6 Diamanten dabei. Denn wir haben ja ein bisschen was an Diamanten, ne? Ja, wir haben auch Eisen. Warum soll ich mir das Diamanten machen? Ja, wir haben weniger Eisen als Diamanten. Wir haben mehr Eisen als Diamanten. Ja, dann hat vielleicht Zahllos ein bisschen was gefarmt in der letzten Folge noch, die Nein, ja ich hatte noch einen Stack in meinem Inventory. Ach so. Ja, okay. Ja, daran könnte es vielleicht liegen, aber... ja. Ich weiß nicht, ich habe mir letztes Mal alles nur noch aus Diamanten gemacht, weil wir Eisen nicht mehr so viel hatten. So, also wie gesagt, hier seht ihr, es ist alles noch ein bisschen, sieht alles noch ein bisschen hässlich aus. Das wird alles noch, Leute. Ich hoffe, aber ich mache mir auch mal einen Brustpanzer aus Diamanten, weil der nimmt halt schon viel an Schaden weg. Ja, und der verbraucht ja auch nicht so viel, der braucht nur 8 Diamanten. Ich meine, wir haben es ja, ne? Wir haben es ja, Leute. So, ich reiße es nämlich gerade mal ab, weil der Bluren hat mir nach der Aufnahme noch den Vorschlag hier gegeben, dass wir alles auf diese Linie dort hinten bringen. Und das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Das sieht, glaube ich, ganz nice aus, so. Ja, dass wir alles einfach dort hinten auf die Linie bringen, dass wir alles dort über dem Kuhgehege so ein bisschen drüber machen. Das wäre ganz cool irgendwie. Ach so, nee, das lasse ich so genau. Das bleibt hier alles so. Nur da drüben. Obwohl nicht, hier das oberste muss auch überall weg. Der Server stürzt gerade ab. Weil bei mir stehst du auf der Stelle und unter dir ist dieses Bewegungszeugs. Das heißt, dass du in Wahrheit gehst, aber der Server stürzt ab. Nein. Jetzt ernsthaft? Stehe ich bei dir auch auf der Stelle, weil ich gehe gerade rum. Ja, du stehst bei mir auf der Stelle, aber ich kann dich schlagen. International, bla bla bla. Ja, jetzt Olvi left the game. Nee, dann hattest du Probleme, weil bei mir ging es noch alles. Du hast rumgeleckt, Olvi. Leck ich probier nochmal drauf zu kommen. Probier einfach nochmal drauf zu kommen. Ich komme nicht mehr drauf. Minecraft irgendwie. Hä, du kommst nicht mehr drauf? Ja, bei mir starten gar keine Server mehr. Ja, zum Glück nimmst du jetzt ja nicht auf, ne? Ja, zum Glück nehme ich nicht auf. Ist übrigens also, eine Ausnahme, ne? Also normalerweise, der Olvi hat jetzt hier eine Ausnahmegenehmigung, ansonsten findet das natürlich alles hier ganz regelkonform statt, dass hier jeder aufnimmt. Nee. Das soll jetzt nicht angehen, Alter. Ja gut, dann kommentiere ich nur mit. Ich meine, war ja eh nur eine Ausnahme, dann... War ja eine Ausnahme, super, dann haben wir schon direkt die nächste Ausnahme, dass ich mal Skylife alleine bringe, das ist... Och, komm schon, ich versuche derweil weiter reinzukommen, wir können ja einfach mal über was quatschen werden. Wir können mal über was reden, vielleicht kommt der Olvi ja nachher noch rein, ja gut, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren, weil sonst baue ich hier wieder irgendeine Scheiße, auch wenn das eigentlich gar nicht so komplex ist. Obwohl das eigentlich auch ganz cool aussieht, weil der Bluren hat ja gesagt, hier soll so ein Lagerhaus werden. Der Olvi hat aber gesagt, er will es woanders hin machen, ne? Da oben hin wolltest du das Lagerhaus bauen. Hast du gesagt?
Ja, da oben wollten wir mal ein Lagerhaus hinbauen, aber ihr wollt ja jetzt da unten das Lagerhaus hinbauen. Ich weiß es nämlich auch nicht genau, wie wir das jetzt machen sollen. Also von mir aus wäre es hier eigentlich geiler, weil da ist näher dran an allem, weißt du? Dann ist so ein bisschen zentraler gelegen. Ja, dann ist es direkt bei der Farm, bei den Kühen, bei unseren Das wäre irgendwie cooler, und da könnten wir da können wir da oben irgendwie ein anderes Haus oder so bauen. Also ich würde das hier cooler finden. Ja, oder halt nochmal so irgendwie so eine Art riesige Wohnzimmer mit Pool oder was weiß ich was für alle. Oder eigene Häuser, das ist natürlich auch eine Idee. Ja klar, ne? Ja, eigene Häuser wäre nicht schlecht. Ich glaube, dann trennen wir hier so ab, würde ich sagen. Dann machen wir hier in die erste Etage direkt ein Lagerhaus. Das wäre doch nicht schlecht. Dann mache ich das tatsächlich jetzt mal. Ich glaube, der Bluchen wird mich umbringen, weil er sagt, ja, irgendwie muss es doch... Hat sich das ganz anders vorgestellt, aber das juckt mich dann in dem Fall jetzt nicht. Diese Folge ist übrigens auch voll aktuell. Die seht ihr am selben Tag, dass sie rauskommt, an dem sie auch aufgenommen wird. Das ist cool. Wir haben gerade 15.27 Uhr. Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr die Folge seht. Ja, das wird spannend. Wahrscheinlich kommt die wieder so um 20 Uhr oder so. Voll verspätet. Aber es wird was. Ich habe euch ja gestern auf Twitter versprochen, dass heute eine Folge kommt. Da könnt ihr mir übrigens mal folgen, wenn ihr immer so up-to-date sein wollt. Da heiße ich twitter.com/Wolrikis, also so heiße ich nicht, aber das ist die URL zu meinem Profil dort und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir müssen mal ein bisschen an die Tiere, an die Nahrungsmittel und alles andere denken. Das heißt, wir müssten mal planen, wann wir mal zum Open House gehen. Das Problem ist, wir werden niemals alle Leute, wir sind ja jetzt 5 Leute im Projekt, zusammenkriegen auf einen Teamspeak, dass die da, ja... reden und zusammen aufnehmen und zum Open House gehen. Eben, genau. Dann müssen wir mal schauen, dass wir 3 oder so vielleicht wenigstens zusammenkriegen. Ja, genau. Vielleicht sollte man mal die Tage mit ein paar anderen Teilnehmern reden und das Ganze natürlich auch nur, wenn es euch Leuten gefällt, ja, dass man das dann mal bei 3 Leuten oder sowas macht. Das können ja dann die anderen auch sagen. Ich glaube, da gibt es nämlich Möhren und sowas, hat man Zalos gesagt. Voll unspektakulär. Wir sagen die ganze Zeit so, yo, wir müssen alle zusammen hingehen und das ist irgendwie so ein 5x5 großes Haus. Ich weiß auch nicht. Also ja, das ist nichts besonders eigentlich. Wir tun jetzt immer so, als boah, voll cool. Dann können wir auch fett in den Titel vielleicht schreiben. Findet sich da ja auch irgendwas so richtig Geiles, was wir übelst gebrauchen können. Dann schreiben wir auch fett in den Titel, boah, wir gehen jetzt endlich zum Obenhaus und dann gehen wir da rein, 10 Sekunden, alles gelootet, wieder draußen. Ist ein bisschen bescheuert. Okay, ich baue hier mal einfach ein bisschen. Ich benutze auch immer ein bisschen Mossy Cobblestone, weil ich den irgendwie ganz schön finde. Ja, so eine Mischung aus normalen Cobblestone und Mossy Cobblestone sieht da... Ja, das ist hier überall schon so, ne? Aber das benutze ich jetzt auch weiter. So, dann werde ich mal so die Seiten des Hauses so ein bisschen offen lassen und werde dann erstmal schauen, dass ich hier oben ein bisschen weiter baue. Dann tatsächlich, ja, ich bin dort über dem Kuhgehege und baue hier gerade über dem Kuhgehege mit Slabs und allem möglichen hier ein bisschen aus. Es ist ganz schön, es wird ganz cool, dieses Lagerhaus. Also ich setze da große Hoffnung auf das Lagerhaus auf jeden Fall. So, wir haben 1,5 Stacks Birchwood oder Oakwood hier. Dann machen wir mal ein paar Slabs noch draus. 2 Stacks, weiß nicht, ob es reicht. Ich hoffe mal, das gefällt Bluren dann so, wie es ist. Und ich hoffe mal, das sieht auch für mich dann gut aus, weil ich weiß noch nicht genau, ob das so gut wird jetzt hier, was ich mache. Aber immer gespannt. Ich vertraue da mal in dich, ja, das wird schon. Alter, was ist das für ein Kack? Bin ich hier... Oh, ist aber ein Block unter mir verschwunden und jetzt bin ich einfach runtergefallen. Nicht aus der Welt, aber runter. Ach so, ich wollte gerade sagen, ach du Scheiße. Ja, ich hätte eh nicht so besonders. Einfach mal, juhu, I believe I can. Ja, da wäre ich schon ein bisschen mehr ausgerastet, Olvi. Hättest du dann wieder so 50%ige Zeitlupe reinmachen können. Da wäre ich schon ein bisschen mehr ausgerastet hier. Nicht nur so, da bin ich jetzt aus der Welt gefallen. Ups, ich hatte alles mit. Tut mir jetzt leid. Ups, alle. Ja, geil. Boah, ich komme mir echt voll einsam vor hier auf dem Server. Wie konntest du mich nur verlassen? Es tut mir leid, Moira. Fridolin wird auch ganz traurig sein. Ja, das war einfach, weil Olvi, dein Glaube war nicht stark genug. Ja, ich glaube, Fridolin hat dich vom Server verbannt einfach, weil der Glaube war nicht stark genug an Fridolin. Das ich blöd. Muss mehr glauben. Oh mein Gott, das Beten zu Fridolin hat gerade irgendwie geklappt, Moira. Olvi, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es verrückt. Ich habe gerade dann, nachdem ich das gesagt habe, Minecraft zum 5. Mal neu gestartet und ich bin drauf gekommen. Oh mein Gott. Olvi. Hä, das sieht doch gut aus, weil du eben gesagt hast, du weißt nicht, wie das... Sieht das gut aus? Ich weiß es nicht. Aber ich würde es jetzt nicht höher machen. Lass es jetzt maximal auf dieser Höhe. Ich weiß, weil sonst wird es zu spitz. Das wird diese Höhe und hier, da geht's dann rüber. Wenn du willst, ganz nett bist, dann kannst du schon von der anderen Seite mal anfangen.
Siehst du, ich habe gerade keine Slabs. Kannst du mir mal Slabs runterwerfen? Dann fange ich von der anderen Seite mal an. Obwohl, doch, ich habe sogar schon noch eine Slabs da. Wolfi, hier, liegen hier unten neben dem Türpfeiler liegen die. La 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 la. Also Fridolin, dafür, dass du mich jetzt wieder hast auf den Server kommen lassen, werde ich dir wirklich in meinem nächsten Livestream eine riesige Statue bauen. Boah, das ist cool. Wo soll ich die bauen? Wo soll ich die bauen? Eine riesige Statue. So schwierig, ne? Ich bin ja so ein bisschen der Prophet hier in dem Projekt, weil einfach, ja. ich bin so die Vermittlungsstelle zwischen Fridolin und der Menschheit. Und der restlichen Welt. Ich kann ihn auch verstehen, Leute. Ich kann Kuhisch. Kuhisch? Ah, Kuhisch ist natürlich. Kuhisch, ja. Du musst schon gut Moon dafür bauen. Bau also. Du dort einfach immer das Dings weiter. Oh, hier haben wir irgendwas. Irgendwas passt hier nicht so ganz. Irgendwas ist hier nicht ganz sauber. Warte mal. Zack, zack, zack. Hä, das ist in der Mitte? Ach so, ich habe hier eins zu weit gebaut, das hier oben. Ups, das war vielleicht nicht so optimal, ne? Zack, zack, dann schauen wir mal, wie machen wir das hier noch? Hast du ein paar Fackeln dabei? Nee, aber ich habe ein paar doch, Fackeln. Ey, doch, 60 habe ich mit. Ja, sogar 60. Oh, 60 hier Stück? Und hier. Ist das dein Ernst gerade? Wieso baust du nochmal eine Fackel direkt drüber, Alter? Du bist so unnötig. Meine Fresse. Bei mir, man müsste in der Aufnahme nach Slow-Mo gucken. Bei mir war ich, glaube ich, früher. War ich früher. Also das glaube ich jetzt hier weniger. So, zack, zack, das bezweifle ich, aber drastisch. Sieht toll aus. Wir brauchen irgendeine Wand noch. Obwohl, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Zelt. Aber Wolre, wenn du von vorne guckst, guck mal, sieht es nicht vielleicht was besser aus, wenn man da jetzt irgendwie was noch davor hängt? Weil es sieht irgendwie komisch aus, dass hier so direkt die Kante ist. Weißt du, was ich meine? Dass die sich nur in diesem Millimeter berühren. Also erstmal fehlt hier auf jeden Fall eine Wand. Das ist irgendwie, weiß nicht, Wände finde ich doch immer ganz schön und ne? Ich weiß gar nicht, wie sieht's eigentlich mit Glas aus? Können wir hier Glas bekommen? Ja, können wir. Wir haben sogar Sand. Echt? Okay. Okay, wusste ich gar nicht. Weiß gar nicht. Wo? Da, 29 Sand. Soll ich das mal braten? Ich weiß es nicht. Ja, ich mach jetzt mal. Komm. Scheiß drauf. Ja, wir werden es früher oder später eh brauchen, aber ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt hier am besten machen, denn hier, hier sind immer diese Slabs und deswegen kann ich hier nicht Cobblestone direkt hin platzieren. Das heißt, ich müsste, wenn schon hier noch... Naja. Sieht nicht so super aus. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einiges geschafft. Wir sind jetzt auch schon bei 19 Minuten. Das heißt, ich werde es mal so machen. Ich werde es dann jetzt einfach mal mehr oder weniger so lassen dann. Und vielleicht bauen wir nochmal so einen Balken drüber. Ja, aber ja, der ist ein bisschen tief. Ich würde den eins höher machen, warte. Tatsächlich, ja, dass ich nicht so große Leute wie der Ulvi den Kopf stoßen. Ja. Ne? Das geht so. Ja sonst hier gar nicht. Genau, perfekt. So sollte es eigentlich ganz... Also, ist noch nicht fertig, Leute. Es ist ja eher nur so ein Rohgestell. Ich schreibe hier mal ein Schild hin. Gerne weiter bauen. Weiter minus bauen, Komma, MFG, Wolre. So, was zur Hölle machst du dort? Bring noch ein paar Mossi wollte ich reinbringen. Wieso ich normale gesetzt habe, weiß ich auch nicht. Weil du hast das irgendwie nur so blockhaft gemacht, aber so übelst. Guck mal hier. Hier sind so ganz viele beieinander. Ja, das hat Bluchen hier gebaut. Das juckt mich aber auch relativ wenig. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und so. Wir sehen uns dann die nächste Folge wieder. Schaut gerne auch mal beim Olvi vorbei und so. Bei meinen Nicht-Videos. Ja, genau. Lasst eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss. Ciao.